Jo, was geht ab? Timo hier, der PTR ist live und wir werfen jetzt endlich mal einen ersten Blick auf das neue Mönchset für Season 19, Muster der Gerechtigkeit. Vorneweg gesagt, das hier ist kein Bild oder ähnliches, dafür hatte ich noch viel zu wenig Zeit zum Testen und das Gear ist auch noch Crap hoch 10. Wir schauen uns einfach hier das neue Set mal an, die neuen Items, um ein bisschen Feeling dafür zu kriegen. Im Hintergrund gibt es ein bisschen T13 Gameplay, für T16 hat es hier noch lange nicht gereicht. Erstmal vom Damage-Technischen her, da wird Blizzard aber, denke ich, im Laufe des PTRs jetzt nochmal ordentlich nachbuffen. Aber auch von der Zähigkeit her spielen wir nicht in den obersten Ligen mit. Mit den falschen Mobs im Griff kann man auch schon mal easy geone-shottet werden. Warum das so ist, sage ich gleich nochmal kurz was zu. Checken wir erstmal das neue Set aus. Das besteht aus 6 Teilen. Füßen, Beinen, Kopf, Händen, Körper und Schultern. Bei 2 Teilen erhält Reißender Wind den Effekt jeder Rune. Bei 4 Teilen erhöht jeder Gegner, der von unserem reißenden Wind erfasst wird, unsere Bewegungsgeschwindigkeit um 5%, das ganze Stack bis zu 10-mal hoch. Und beim vollen Set erhöhen Angriffe mit Gewitterfront den Radius von reißender Angriff, nachdem innerhalb von kurzer Zeit 30 Gegner gehittet wurden. Außerdem wird der Damage von rasender Wind um 10.000% erhöht. Hört sich ja alles schon mal ganz gut an und spielt sich auch relativ flüssig, aber über T13 sind wir einfach nur ein Snack für die Mobs. Warum ist das so? Gucken wir mal als Beispiel hier die Gewandung des Affenkönigs zum Beispiel für Mönch an. Reduziert unseren erlittenen Schaden um 50%, während reißender Wind aktiv ist. Hier haben wir einen Set-Bonus bei, der uns Zähigkeit gibt. Oder hier zum Beispiel bei Inner Set haben wir erstmal die Zähigkeit über unsere Mantras und dann nochmal über unsere mystischen Verbündeten. Bei Ulyanas ist es dann der Gürtel und so weiter und so fort. Hier bei diesem Set fehlt einfach noch irgendein Aspekt, der uns ein bisschen mehr Zähigkeit gibt, denn Mantel des Kanalisierens kann das Ganze nicht auffangen. Ansonsten gefällt mir das alles schon recht gut. Ich probiere ein bisschen aus mit dem neuen Auge des Sturms. Reißender Wind trifft einen Gegner, macht 100% Damage für die Bosse, Rift-Bosse am Ende. Und der neue rachsüchtige Wind erhöht jetzt die maximalen Stacks standardmäßig um 10 und gibt auch nochmal einen ordentlichen Damage-Buff. Aber sind wir mal ehrlich, für Qual 16 reicht das hier vorne und hinten noch nicht. Und Blizzard kann hier locker nochmal den 6er Set-Bonus auf 20k easy erhöhen, dass wir mit den anderen Sets mithalten können. Jo Freunde, ich hoffe ihr hattet jetzt schon mal einen kleinen Einblick hier in das neue Mönchset für Season 19. Sobald ich jetzt noch mehr ausprobieren konnte und vielleicht auch noch Buffs reingehen, kommen die ersten Builds für euch. Beim Kreuzritter schauen wir uns jetzt auch nochmal an, was das neue Set kann. Und dann gibt es auch noch den Barb im Detail. Also stay tuned, bis zum nächsten Video. Ich bin draußen, peace.